Willkommen zu einem neuen Fusion 360 Tutorial. Wir schauen uns heute mal an, wie wir eine Kette animieren. Und dafür lasst uns erstmal eine Kette importieren. Wir gehen hier einfach auf Einfügen, Herstellerdatei einfügen. Und dann landen wir auf der Seite hier und dann geben wir einfach mal Kette ein oder Kettentrieb oder irgendwie sowas. Ketten, Kette. Mal Kette. Genau, dann kommen wir zu unserem Kettenrad. Und das Kettenrad braucht meistens eine Kette. Keine Empfehlung verfügbar. Das ist nicht so gut. Kettenfuchs, der Kettenfuchs. Mal schauen, was wir so haben. Lange Gliederrollenketten. Ja, die nehmen wir doch einfach gleich mal, oder? Und was kriegen wir denn hier? Wir haben auch so eine Rollenkette. Ja, perfekt. Die nehmen wir dann gleich mit. Lass mal schauen, was man noch so auswählen kann. Kann man irgendwas so Tolles auswählen? Nein, eher nicht so. Dann sagen wir jetzt hier CAD-Modell in Fusion einfügen und sagen erlauben wir. Und dann sind wir jetzt hier unterwegs. Dann lass uns das noch kurz ausrichten hier und wir sagen, okay. So, jetzt haben wir ja hier unsere Kette. Und die wollen wir jetzt animieren. Und jetzt lasst uns erstmal anschauen, wie ist das denn das Ganze aufgebaut und wie kann man das animieren. Dafür gehen wir mal hier rein und schauen uns das an. Also es gibt verschiedene Kettenglieder anscheinend. Also mal ausblenden. Ja, okay. Das heißt, wir werden mit Komponenten arbeiten. Die Komponenten sind auch schon richtig angelegt. Das ist ja sehr gut. Jede Komponente enthält anscheinend, also die müssten eine. Zwei Seitenteile und zwei Achsen enthalten. Oh, das ist ein Körper. Natürlich ist das ein Körper, ist ja verbunden. Okay, gut, das passt ja. Dann gehen wir hier gleich mal hin und sagen Position erfassen, dass wir mit der aktuellen Position weiterarbeiten und dann gehen wir auf Zusammenfügen. So. Und dann gehen wir einfach mal hier auf Verbinden wie modelliert und wir fangen mal an, das Glied mit diesem Glied zu verbinden. Und das Ganze soll eine Umdrehung sein. Und soll sich hier umdrehen. So, wenn wir jetzt mal auf Plus drücken. Genau, macht er jetzt schon. Wunderbar. Sagen wir okay. Gut, dann machen wir dasselbe gleich noch einmal. Also verbinden wie modelliert. In diesem Fall soll dieses Glied zu diesem Glied sich bewegen und sollte hier umdrehen. Perfekt. Sagen wir wieder okay. Mal Rechtsklick, verbinden wie modelliert und sagen, dieses Glied soll sich im Verhältnis zu diesem Glied drehen, um die Achse. Sagen wir wieder okay. Mal wieder Rechtsklick, mal wiederholen und sagen wieder, dieses Glied soll sich damit verbinden, um diese Achse. Perfekt. Und dann machen wir es jetzt noch einmal, dass dieses Glied sich um dieses Glied dreht und sich hier umdreht. Wunderbar. Sehr gut. Dann sagen wir erstmal okay. Und wenn wir jetzt hier anfassen, sehen wir, verschieben alles, können ja nicht wirklich was machen. Also. Wie könnten wir das jetzt machen? Wer ein paar von meinen Videos kennt, der weiß, dass wir hier hingehen müssen, auf Rechtsklick und sagen fixieren, dass dieser Körper sozusagen nicht mehr verschiebbar, also nicht mehr verschiebbar ist. Und wenn wir jetzt hier anfassen, sehen wir, dass das Ganze funktioniert. Aber wir sehen auch, dass wir so richtigen Bulk an Kettengliedern machen können. Und dafür müssen wir einmal jetzt erstmal das Ganze wieder zurücksetzen und Min- und Max-Werte angeben. Das heißt, wenn wir zum Beispiel hier auf unsere Gelenke gehen, auf das erste Gelenk, machen wir Rechtsklick und sagen Gelenkgrenzwerte bearbeiten. Also ist der Min-Wert, sagen wir mal, minus 90. Könnten wir noch mehr machen? Machen wir minus 90 und plus 90 bei allen. Dann ist das ganz gut definiert. Natürlich könnte man das hier auch machen über Zusammenfügen und dann gesamte Kontakte aktivieren, aber leider schafft das mein Rechner nicht so gut. Der mag das nicht. So, jetzt gehen wir wieder auf Gelenkwerte bearbeiten. Diesen Fall von diesem Gerät wieder. Und sagen auch hier wieder Min-Wert soll bei minus 90 liegen. Der Plus-Wert soll bei 90 liegen. Gehen wir hier hin. Rechtsklick. Gelenksgrenzwerte bearbeiten. Hier machen wir den gleichen Spaß. Einfach nochmal. Minus 90, 90. Enter. Den nächsten. Da ist es. Grenzwerte übernehmen. Wenn das jemand vielleicht kennt, wie man die Grenzwerte kopieren kann zwischen den Teilen, bitte mal unten reinschreiben. Wäre mega interessant, weil da könnte man sich echt Arbeit sparen. Genau. Hättet ihr Bock auf so Print-and-Place, wo man mal so eine Kette druckt, die dann zusammenhängt und dann auch bewegbar aus dem 3D-Drucker rauskommt? Wenn ja, einfach mal in den Kommentaren da lassen. So, und jetzt sehen wir, dass die jetzt sozusagen stockt. Natürlich gibt es bestimmt irgendwelche Totpunkte noch. Ja, hier zum Beispiel, da laufen sie auch noch ineinander rein. Aber das ist dann halt leider nicht verhinderbar mit dieser Methode, die ich euch jetzt hier gerade gezeigt habe. Aber naja, wir haben es hier geschafft, eine Kette komplett zu animieren und ja, ich finde das eigentlich ganz cool. Vor allem damit kann man halt, ja, gerade wieder, wenn man ein bisschen Sachen zusammenbaut und sowas, ist das immer sehr interessant, finde ich.
Genau, ich hoffe, ihr habt wieder ein bisschen was mitgenommen und ein bisschen Spaß gehabt beim Video und wir hören uns und sehen uns beim nächsten Video. Bis dann!